Hallo, mein Name ist Rebecca Barth. Ich bin bei Peppol & Fuchs im Produktmanagement tätig und möchte Ihnen heute die Pulse Ranging Technology vorstellen und am Beispiel des Sensors VDM28 erläutern. Die Pulse Ranging Technology, kurz auch PRT, beschreibt ein Verfahren zur optischen Entfernungsmessung. Hier muss man wissen, dass es verschiedene Ansätze zur optischen Entfernungsmessung gibt, wie zum Beispiel die Triangulation, die Pulslaufzeitmessung oder die Phasenkorrelation. Die PRT basiert auf der Pulslaufzeitmessung. Eine leistungsstarke Lichtquelle sendet kurze, energiereiche Lichtpulse. Diese werden am Zielobjekt reflektiert und vom Empfangselement hochgenau erfasst. Mithilfe der Lichtgeschwindigkeit wird aus den ermittelten Werten die genaue Entfernung zum Zielobjekt berechnet. Der Energiegehalt eines jeden Lichtpulses ist dabei bis zu 1000 Mal höher als bei konstant sendender Lichtquelle. Lange Zeit galt dieses Verfahren als sehr aufwendig. Von Peppol & Fuchs wurde es dahingehend weiterentwickelt, dass es die verschiedenen Anforderungen in der Fabrikautomation erfüllt. So kommt PRT in einfachen bis hin zu hochkomplexen Geräten in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz. Durch den Einsatz von PRT ergeben sich viele Vorteile in der Praxis. So ist zum Beispiel aufgrund der hohen Energiedichte der Lichtpulse das Signal sehr robust gegenüber Störungen entlang der Messstrecke. Gleiches gilt für den Fremdlichteinfluss. Sowohl natürliche Lichteinstrahlung wie durch die Sonne, als auch künstliche Lichteinstrahlung, zum Beispiel durch Energiesparlampen, stören das Signal nicht. Demzufolge kann PRT selbst in optisch anspruchsvollen Umgebungen problemlos eingesetzt werden. Gegenüber anderen Technologien ist PRT eindeutig in der Messung. Objekte, die sich im Hintergrund befinden, haben keinerlei Einfluss auf das Messergebnis. Selbst bei hochreflektierenden Objekten, wie zum Beispiel Warnwesten, die sich im Hintergrund befinden, ist sichergestellt, dass es nicht zu fehlerhaften Messungen oder falschen Messergebnissen kommt. Ein weiterer Vorteil der Technologie ist die Unabhängigkeit von Oberflächen. Das heißt, die Oberflächenbeschaffenheit und die Farbe des Zielobjektes haben keinen Einfluss auf das Messergebnis. Der VDM28 ist ein Messgerät der Laserklasse 1 im Standard-Lichtschrankengehäuse. Er misst Entfernungen von bis zu 15 Metern auf natürliche Ziele und 50 Meter auf Reflektoren. Seine Genauigkeit liegt bei 5 mm über den gesamten Messbereich. Als Schnittstelle können Sie zwischen IO-Link für die digitale Messwertausgabe, dem analogen 4 bis 20 mA-Signal und zwei Schaltausgängen wählen. Heute mitgebracht habe ich Ihnen einen Sensor der VDM28, der auf natürliche Ziele misst. Auf der Sensoroberseite sehen Sie zwei Bedienelemente, über die sich diverse Funktionen einstellen lassen. Komfortabler und leistungsfähiger ist aber die Parametrierung über die IO-Link-Schnittstelle. Die Inbetriebnahme über die IO-Link-Schnittstelle kann in wenigen Schritten erfolgen. Diese möchte ich Ihnen nun kurz zeigen. Im ersten Schritt nehmen Sie den IO-Link USB Master und schließen ihn an die USB-Schnittstelle an. Im zweiten Schritt schließen Sie den Sensor an den USB Master an. Wie Sie jetzt schon sehen, ist der Sensor sofort betriebsbereit. Eine weitere Spannungsversorgung ist hier nicht notwendig. Sobald verbunden, können die Messwerte direkt über die Parametiersoftware ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt in Millimetern. Wenn sich die Entfernung des Zielobjektes zum Sensor ändert, sehen wir gleich die Reaktion am Bildschirm, wo der Messwert sich auch ändert. Die eingangs erwähnte Unabhängigkeit von Oberflächen möchte ich Ihnen jetzt an einem Beispiel erklären. Dazu haben wir ein weißes und ein schwarzes Zielobjekt montiert. Bewegt sich nun der Lichtstrahl über diese unterschiedlichen Oberflächen, sehen wir, dass der Messwert auf dem Bildschirm konstant bleibt. Peppol & Fuchs ist es gelungen, diese hochentwickelte Technologie auch in einfache Sensoren zu integrieren. PRT ist robust gegen Störeinflüsse, eindeutig in der Messung und unabhängig von der Oberfläche. Ich hoffe, Sie konnten interessante Erkenntnisse gewinnen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Viele Grüße von Peppol & Fuchs aus Berlin.